Heute im Video schauen wir uns mal die Beta an und es ist ja nicht so, wie man sich das vorstellt. Eine erste Gartensaison in so einem riesen Garten, die stellt dann auch vor einige Herausforderungen. Was so die Probleme sind und wie es hier aussieht, erfahrt ihr in diesem Video. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und herzlich willkommen zu Teil 2 vom Gartenrundgang im Juli. Im letzten Video haben wir uns ja die Gewächshäuser angeguckt und heute schauen wir in die Hochbeete und in die Gemüsebeete. Viel Spaß dabei und los geht's! Bevor das Video aber anfängt, noch zwei organisatorische Sachen. Bisher habe ich es eigentlich immer ganz gut durchgezogen, dass ich sonntags meine Videos veröffentlicht habe. Aber Sonntag, da laden mir einfach zu viele andere Garten-YouTuber ein Video hoch und ich fände einen anderen Tag in der Woche besser. Zum Beispiel dienstagsabends oder samstagsabends. Wann wäre euch am liebsten? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wann würdet ihr am liebsten meine Videos sehen in der Woche, weil da ja fast gar keine Gartenvideos von anderen kommen, oder zum Wochenende. Ich meinte übrigens gar nicht Samstagabend, sondern Samstagmorgen, also Dienstagabend oder Samstagmorgen, wann passt euch am besten, wann wollt ihr Videos sehen? Ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und eine Info für alle, die hier aus dem Ort kommen oder aus der Gegend, mein Gemüsestand öffnet und den zeige ich euch jetzt mal eben. Wir stehen ja auf dem Parkplatz der Firma Heilen und da links geht es ja in meinen Garten rein. Der geht ja dann links am Firmengebäude quasi dran vorbei. Und den Gemüsestand, den haben wir jetzt hier genau vorm Fachmarkt, vorm Eingang. Da links steht er und der wird jetzt Montag, ich weiß gar nicht, was haben wir, Montag, den 11.7. glaube ich. Da wird der öffnen und wir werden dann eine Spendenbox reinstellen und unser Gemüse täglich frisch. Wir werden nicht immer aufhaben, also wir werden nicht immer Gemüse da drin haben, aber wenn ihr mal in der Gegend seid, schaut gerne mal, wir posten ab und zu. Auf Instagram haben wir ein eigenes Profil, @felixgemüse, blende ich euch hier nochmal ein. Das ist der eigene Instagram-Account von meinem Gemüsestand, da posten wir mal, was drin liegt und wann. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann gerne mal Felix Gemüse auf Instagram folgen, denn da informieren wir euch immer, was und wann im Gemüsestand ist. Ja, und jetzt stehe ich hier im Gemüsegarten. Das Wetter heute ist so, ja, naja, ich weiß nicht, ob man sieht, ziemlich bewölkt. Und das jetzt schon seit einer Woche. Ich hoffe, dass wieder besser wird, aber ich habe schon gesehen, in der nächsten Zeit soll es 30 Grad werden. Eine richtig krasse Hitzewelle soll kommen und Temperaturen von 35 bis 40 Grad hier bringen. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich zeige euch jetzt nochmal was, was sich hier so im Gemüsebeet verändert hat. Ja, schauen wir mal die Kartoffeln an und ich glaube, in diesem Jahr können wir da nicht viel rausholen. Wir sehen hier die vorderen, die erste Reihe, die ist eigentlich richtig gut gewachsen. Da sah das Laub lange auch noch gut aus. Jetzt werden die welk, die sind aber auch schon fast die 100 Tage, die sollen in der Erde. Also da kann man denen das nicht mal übel nehmen, dass die jetzt anfangen zu welken. Aber wenn wir dann mal zwei, drei Reihen weiter gucken, nehmen wir mal diese hier. Da sieht das schon ganz anders aus und ich hätte hier eigentlich auch Freilandtomaten stehen, aber die Tomaten hatten alle genau das gleiche. Die Blätter waren alle so krüsselig und sind nicht aufgegangen. Ich hatte das vor zwei, drei Videos ja schon mal gezeigt und da haben viele geschrieben, vielleicht ein Virus, zu trocken, zu viele Nährstoffe. Zu viele Nährstoffe glaube ich nicht, weil wir haben ja auch so eine Bodenanalyse gemacht. Video blende ich mal hier oben ein. Der Nährstoffgehalt war eher sogar zu wenig und wir haben nur mit Pferdemist und den Pellets vom Naturmeister gedüngt. Und das war eigentlich ja eine normale Düngung und Kartoffeln, die können ja auch gut Dünger gebrauchen. Was mich halt wundert, ist die Tatsache, dass es nur an den Nachtschatten gewachsen ist. Also es ist erst an den Kartoffeln hier angefangen und später war das auch auf allen Tomaten. Und die Tomaten, die sind einfach nicht größer geworden als wie die Kartoffel hier. Also die waren wirklich im Arsch, die mussten raus. Hier haben wir jetzt alternativ, sieht man das vielleicht, drei Reihen Salat eingepflanzt, Flugsalat, den können wir hier ganz viel gebrauchen, dann auch für den Gemüsestand. Und ja, ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Die Blätter sehen teilweise auch echt nicht gut aus. Wenn wir weiter hier vorne gehen, die werden hier auch schon alle viel gelb. Trockenheit spielt sicherlich eine Rolle, also wir werden hier nächstes Jahr sehr viel Erde und Kompost draufbringen. Also ich habe mir vorgenommen, vielleicht sogar eine große Hängerladung Kompost zu bestellen, weil unser Boden, der ist nach ein paar Zentimetern immer sehr nass, aber der obere Boden, der ist sehr sandig. Und als wir den Garten hier angelegt haben, kann man gucken, hier, das meine ich, nach ein paar Zentimetern hat der Boden eine gute Feuchtigkeit, aber obendrauf ist nur Sand. Und wenn wir hier halt drei Stunden, vier Stunden sprengen, liegt das Wasser quasi oben auf oder verdunstet schneller wieder, aber sägt nicht wirklich im Boden ab. Weil wenn wir nach zwei Stunden den Schlauch aus dem Beet ziehen,
Der drunter ist überall noch hier so Staub. Und der Sand hier nimmt das Wasser fast gar nicht auf. Wir haben ja Pferdemist eingearbeitet und wir werden bald ein großes Gründüngerprojekt starten. Also Gründünger, um den Boden hier mal ein bisschen aufzupäppeln. Wir werden in diesem Jahr keine Herbstsaaten machen, sondern werden das komplette Beet mit Gründünger bepflanzen im März nächsten Jahres. Da soll dann nochmal der Pferdemist, der dann abgelagert ist, mit auf die Beete. Und wie gesagt, ich will sehr viel Kompost bestellen. Ja, und dann mal gucken, wie der Boden aussieht. Dieses Video ist echt ein bisschen so mein Ratlos-Video. Ich brauche Tipps von euch für die Kartoffeln. Was haben die Kartoffeln? Wie mache ich das mit dem Boden? Aber ich sage auch immer so, die erste Saison, die ist ja zum Testen. Und da wir die erste Saison im Garten haben, bin ich schon recht zufrieden. Was natürlich auch echt eine Bewältigung. Die drei Gewächshäuser, das große Beet, die Streuobstwiese. Mit dem Gießen, da kommen wir nicht hinterher. Da suchen wir übrigens auch noch ein Bewässerungssystem. Also vielleicht könnt ihr mir auch noch mal Bewässerungssysteme in den Kommentaren empfehlen. Und ja, schauen wir mal hier. Die Kolben, Hirse und Mais bin ich jetzt einmal so ein bisschen drum zugelaufen. Da können wir tatsächlich ja, wer weiß, einem Monat schon die Kolbenhirse ernten. Die Kolben sind jetzt schon raus, das ist echt gut. Also sie sind echt gut am Wachsen. Und sobald die reif sind, werde ich die auf jeden Fall ernten, bevor die Vögel sich die hier schnappen. Gut, dieses Stück, da waren wir auch in diesem Jahr zu spät und dazu war es dann noch zu trocken. Ein paar Exemplare, da hat es geklappt. Hier die Bohne, die blüht. Aber die meisten, die haben auch hier, das wird mit der Trockenheit zu tun haben und ich habe viel zu spät gesät. Erbsen kann man ja schon, Erbsen und Bohnen im April oder vielleicht sogar schon Ende März, Anfang April säen. Wir haben die Erbsen hier, gucken wir mal, wo haben wir sie? Hier, jetzt vor 3, 4 Wochen nochmal nachgesät, da kommt einfach nicht mehr viel bei rum. Diese wiederum sieht jetzt ganz gut aus, vielleicht kommen das jetzt von den kalten Tagen, dass sie doch noch ein bisschen wachsen, aber auch die, die schon älter sind, also hier haben wir jetzt mal eine Erbsenschote dran, aber das war in diesem Jahr nichts. Umso mehr aber dann die Gemüsezwiebeln. Tatsächlich wachsen die mit am besten hier in diesem Jahr. Also von all den Sachen, die wir hier haben, sind die Gemüsezwiebeln mit am besten. Porree wächst auch ganz gut und Salat, der ist geschossen, aber der ist für meine Wellensittiche hier die paar Exemplare, da ist das relativ Wurst. Und ja, die zwei Maispflanzen hier, die sind immer mal aufgeschlagen. Und hier kommt dann ganz viel Pflücksalat demnächst. Der geht ja immer hier. Am Anfang haben ja viele gesagt, vielleicht sind es keine Hasen bei dir, aber hier nochmal die eindeutigen Spuren. Ja, aber man darf auch nicht alles schlecht sehen, ist wenigstens wieder ein bisschen Dünger hier in dem Beet. Die Blühwiese, die kommt jetzt relativ spät, da ist eigentlich nicht so viel los, da ist mehr Rasenschnitt mit drin und, nicht Rasenschnitt, mehr Rasen und Gräser mit drin. Wenn wir auf die Seite aber mal schauen, da sieht das schon ganz anders aus. Das ist die Blühwiese, die ich bei Samos Knieke mitgenommen habe. Und man sieht da unten auch, es tummeln sich die Insekten. Hab ja schon öfter mal auf Instagram aus dieser Blühwiese einzelne Blüten, ja, gezeigt. Und ich finde, die sehen schon sehr gut aus. Hier, das muss übrigens ein Kürbis werden. Und ich glaube, das ist dieser Riesenbutternut, der Naples Long oder so heißt der, glaube ich. Der soll 5, 6 Kilo werden. Also ich bin gespannt. Und hier vorne, ich habe eben schon mal die Zucchini geerntet. Die sind mir alle ein bisschen zu groß geworden. Normal ist ja so immer schön, das junge, frische Gemüse ernten. So wie hier zum Beispiel. Die Zucchini ist ein sehr gutes Exemplar. Aber die Dinger, die sind einfach hier explodiert. Da vorne haben wir auch noch einen ganzen Haufen gelbe Zucchini. Ja, und wir können das einmal so ein bisschen umschwenken. Kürbis, Zucchini, wächst alles sehr gut. Hier die Paprika dann leider gar nicht. Also ihr habt die ja letzte Folge im Folientunnel gesehen, letztes Video. Die sind ja 10-mal größer. Hier im Freiland, das ist echt gar nichts. Liegt wahrscheinlich am Wasser. Die werden einfach nicht wachsen. Und hier drunter schauen wir mal, ein lila Kohlrabi. Super. Und da haben wir auch noch mehr Sachen. Ich glaube, Brokkoli und Blumenkohl wächst hier auch noch, aber ich habe das Netz noch nicht hoch gehabt. Und tatsächlich, da wo das Netz nichts ist, ne? Schnecken, Hasen, was auch immer,
direkt leider weg. Hier Phacelia sagt man immer Bienenfreund und ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so genau sieht. Aber da ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Verschiedenste Bienen und Hummeln. Und was nicht alle hier sind, auch nochmal zwei, drei. Das haben wir hier einmal komplett am Beet lang und ich sehe überall die Bienen drüber her schwirren. Und so sieht unser Gemüsebeet aus. Wir schauen mal in die Hochbeete. An dieser Stelle nochmal ein Blick von hier aufs Gemüsebeet. Wir haben uns für den Herbst auch schon ein paar Änderungen im Garten hier überlegt. Wir werden den Winter, das alles nach unserer ersten Saison nochmal analysieren und ein bisschen umbauen. Diese Ausbuchtung, die werden wir wieder wegmachen. Die kommen dann einfach außerhalb. Das heißt, wir werden den Zaun ab da aufmachen, da zuziehen, aber auch nicht ganz bis hier dran. Der Zaun wird ein bisschen weiter nach hier versetzt, also bis auf Höhe, wo der Mais endet, da hinten. Also so die erste Zucchini-Reihe kommt quasi weg. Wird das Beet zwar minimal kleiner hier, aber da werden wir den Zaun nochmal neu positionieren, dass man hier auch weiter mit dem Auto oder Radlader rein kann. Weil jetzt, wenn die ganzen Pflanzen darüber kommen, passt es noch so gerade. Es passt auch immer genau, man sieht hier die Fahrspuren. Es passt immer genau, aber um uns ein bisschen mehr Platz zu geben, machen wir das Beet einfach ein kleines Stück kleiner. Und damit man, wenn wir uns hier Sand anliefern lassen fürs Gemüsebeet, auch ja, den ins Beet kippen lassen können, werden wir das alles ein bisschen offen machen. Also wir werden den von da, die zwei Elemente, die nach links gehen, vielleicht rüberziehen und dann ab hier auch auflassen. Der Zaun hier, der geht hin in die Streuobstwiese, dass wir die zu haben. Dann kann ich nämlich mal meinen Hund mitnehmen. Aber ja, darüber sprechen wir dann nochmal im Herbst. Hier sehr viel Brennnesseln und dazwischen die Hochbeete mit Kohlrabi, mit Vogelmiere, mit den Kräutern, also die Minze und das Currykraut hier vorne. Das sind so die Favoriten. Hier Lavendel, Salbei ist ein bisschen vertrocknet, Waldmeister mehr hier drin. Ich bin mal gespannt, die werden wir im Herbst auf jeden Fall, zumindest die mehrjährigen, alle ins Gemüsebeet holen. Hier dann nochmal Flugsalat. Salat haben wir super viel, weil ich allein, ich sag mal, so eine Handvoll jeden Tag für meine Wellensittiche brauche. Und da bietet sich das dann natürlich an, sehr viel davon mitzunehmen. Hier mal Spinat dazwischen. Wahrscheinlich im Sommer auch zu warm, aber wir probieren in der ersten Saison ein bisschen rum. Genauso wie mit der Mischkultur hier aus Möhren und Bohnen. Wir haben aber überall wirklich diese Wühlmausgänge drin. Man sieht es hier immer so an den Rissen. Das heißt, wir werden im Herbst auch alle Hochbeete aufmachen, ein Drahtgeflecht unten reinlegen und dann die Erde wieder auffüllen. Machen wir in einem Schritt, wenn wir die Erde erneuern. Ja, da vorne Radieschen. Hier so eine Wildrose, die so ein bisschen uns den Weg versperrt. Die werden wir vielleicht mal ein bisschen zurechtschneiden. Und hier, da haben wir die Radieschen, auch bald erntereif. Der Rhabarber hier, der kommt jetzt doch noch ganz gut. Der ist von Arthur, von Bodenständig. Den haben wir hier in diesem schmalen Hochbeet. Das hatten wir noch ein bisschen Platz über. Ja, und hier die nächsten Erdbeerenreifen. Wie sieht es bei euch aus? Hier jetzt ein bisschen verfault die eine. Aber da kommen auch noch viele Blüten nach. Wie sieht es bei euch aus? Erdbeersaison schon gelaufen oder seid ihr noch dabei? Und hier, da kommen noch mal Möhren. Aber auch hier sieht man schon wieder diese Wühlmausgänge. Da muss ich mir echt was überlegen, weil ich glaube nicht, dass die Möhren da unten im Boden überleben. Und hier haben wir nochmal ganz viel Vogelmiere. Davon haben wir auch insgesamt zwei Hochbeete. Ja, für meine Wellensittiche. Ja, das war's jetzt auch schon vom Video. Und das Video zeigt mal so ein bisschen, dass ja so ein großer Garten nicht nur schön ist, sondern auch einige Herausforderungen hat. Und ja, die Herausforderung muss man halt auch meistern, aber ist halt so, diese Saison ist jetzt noch nicht so ganz so optimal bei uns. Vielleicht wendet sie ja sich noch zum Guten, also im Folientunnel und Gewächshäusern, da werden wir auch massig ernten, auch Mais und Hirse, nur bei Kartoffeln, Möhren, Erbsen, Bohnen, da hätten wir gerne natürlich noch viel mehr rausgeholt. Aber in der nächsten Saison, da wird das auf jeden Fall besser. Jetzt kommt sogar passend zum Videoende noch die Sonne raus und ich würde sagen, wir, ja, einigen uns mal in den Kommentaren auf einen Termin. Wann machen wir mal Videos zusammen? Dienstagabend? Wollt ihr Dienstagabend Videos sehen oder lieber am Samstagmorgen? Dann schreibt es mal in die Kommentare, wann am liebsten Videos. Könnt ihr auch so machen, wenn ich mal zwei Videos die Woche schaffe, dann nehmen wir den anderen Termin noch dazu.
Aber lass uns einen festen Tag machen, wo wir immer hier Videos bei Felix Hobbygarten veröffentlichen, wo ihr euch die dann anschauen könnt. Und ja, Daumen nach oben geben, hat es euch gefallen, schreibt mir gerne mal einen Kommentar. Abonniert mich jetzt gerne hier kostenlos und hier kommt ihr noch zu einem weiteren Video von mir. Bis demnächst, alles Gute und ciao!